Ja, hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück auf Creative Simon und zu einer weiteren Folge Command Block City, hier mal wieder zusammen mit dem René. Nö. Okay, genau. Der baut hier eine wundervolle Kirche, Kathedrale, Kirche. Was soll's sein? Ja, weiß ich erst noch nicht. Ach so. Aber die Richtung war schon richtig. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch jetzt nochmal sagen, das Bussystem ist soweit regelkonform fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist hier... Nee, das muss ich auch nicht, weil ich habe für jede Buslinie das System schon bereit. Und was wir jetzt noch machen müssen, das möchten wir euch aber nicht antun, ist einmal überall hier die Linien verlegen. Ja, und ich begebe mich dafür heute einmal in den Red Store, um dort weiterzuarbeiten am Aufzug, den wir vor ein paar Folgen mal hatten. Und ich glaube auch zu einem Livestream gab es da auch mal was. Oder in einem Livestream. Die Frage ist nur, wo ist dieser Aufzug jetzt? Irgendwo hier drin. Finde ihn, wer will. Ah, das sieht fast interessant aus. Ja, ich muss einfach nur da drunter fliegen. Dann sehe ich schon, hier ist meine Technik. Dann werde ich die Kathedrale hier stehen lassen. Ja, warum nicht? Also ich hab die einfach mal irgendwo hingebaut, dachte ja, dann kannst du eh noch verstehen, weil ich jetzt gar nicht wusste, wen nehme ich. Mhm. Nun kann man noch einen Friedhof neben dran machen. Ach, ich sehe sogar, hier habe ich zuletzt noch ein Thumbnail gemacht. Da seht ihr das auch mal so ein bisschen behind the scenes, obwohl, nee, das ist eine ganz normale Wand. Einfach nur, damit das Thumbnail ein bisschen besser aussieht, habe ich hier so ein paar Sachen verdeckt. So, allerdings weiß ich nicht, ob das ganze System jetzt schon so klappt, wie ich möchte. Hier können wir Ebene 1 spawnen. So, und die Idee war jetzt nämlich, dass man dem Aufzug später einen Score gibt. Und je nachdem, welchen Score hat, weiß er, auf welche Ebene er zu fahren hat. Das ist die Idee dahinter. Und das möchte ich jetzt mal umsetzen. Die Frage ist... Funktioniert das so, wie ich es vorhabe? Auf jeden Fall können wir hier unten schon mal den Hebel aktivieren, um zu sehen, ja, der Aufzug bewegt sich nach oben. Und tatsächlich sehen wir, dass er sehr langsam ist. Und schlussendlich fährt er, ach, ich glaube, er fährt bis hier oben, bis er nicht mehr kann. Wir haben nämlich... irgendwo, glaube ich, ein Stopp eingebaut. Und zwar in dem Command-Block müsste ja ein Stopp drin sein. Okay, wenn rote Wolle da ist, wird er jetzt aktuell gestoppt. Das heißt, hier stoppt er jetzt. Okay, dann hatte ich das doch gar nicht mit dem Score-System geplant, sondern nur gedacht. Das Score-System wäre aber ganz cool. Dann könnte man all denen einen Score geben, beziehungsweise einem, dass einer der Control-Stand ist. Und wenn dieser den Score hat, dann bewegt er sich bis dahin. Jetzt muss ich nur einmal kurz überlegen, wie machen wir das? Wir geben dem hier einen extra Tag und der gibt dann an, auf welche Ebene gefahren werden muss. Das ist so dann der Plan. Weil ansonsten muss man überall immer Fill-Sachen machen, also überall unsichtbare Blöcke füllen, dass der Aufzug weiß, wann er zu stoppen hat. So kann man damit arbeiten. Weiß noch nicht, worum es geht, aber ja. Um den Aufzug. Also du sagst einem Armor Stand so, geh jetzt zu Armor Stand 2 zum Beispiel. Und dann wird der ganze Aufzug nur so weit teleportiert, bis er beim Armor Stand 2 angelangt ist. Und dementsprechend ist er dann auf Ebene 2. Ja, wissen wir, das Teammitglied, was gerade geschrieben ist, mal hier reingetan. Kann ja zuhören. Alles klar. Solange in es... meiner Folge dürfte er sogar reden, aber halt, du bist ja da ein bisschen... Ich bin da ein bisschen anders, ja. Ich möchte weiß nicht, aber da ist. Schreib mal irgendwie was im Chat, wenn du uns hörst. Schreib mal, René ist der Beste und Simon nicht im Chat, wenn du uns hören kannst, okay? Na gut, Leute, wir machen uns jetzt erstmal hier dran. Und zwar möchte ich jetzt mal, dass der Aufzug in dieser Folge auf die gelbe Ebene fährt. Das heißt, wir packen uns einen Button hier ran. Und hier hinter habe ich ja auch schon Räume gebaut, wo die Command-Blöcke dann rein können. Das heißt. Wir holen uns mal ein paar Command-Blöcke und packen die hier hinter. Ganz simpel. Ich kann nicht auch wieder aus dem anderen Ufer aus, denn so ist es nicht. Und so ein dann Scoreboard. Players. Add E. Tag ist gleich.
Sorry, Mann, ja, ich verstehe schon, alles gut. Oh, jetzt muss ich mal schauen, welchen Tag der denn haben soll. Wenn du soll. Möchtest, kannst du mir helfen. Schalker Aufzug. Und dann heißt der erste Schalker Aufzug.main, der hat den extra Tag. Das heißt, wir können einmal mit Schalker Aufzug jenen bewegen und mit Schalker Aufzug Main. Oder wir werden uns erpädigt. Also, wird das Ganze dann so gemacht, dass der hier die Angabe hat, wie sich alles zu bewegen hat. Oder ist das eine blöde Idee? Naja gut, wir könnten es machen, dass jeder den Tag hat und wenn einer an einem gewissen Amos denn angekommen ist, dann wird der Tag von allen entfernt. Das geht auch. Das heißt, wir sagen, wenn der Tag Schalker Aufzug oder jeder Schalker Aufzug bekommt, dann einmal den Universal Score von Aufzug auf Ebene. Dann, okay, ich hatte das mit dem Score doch schon irgendwie gemacht. Aufzug auf Ebene bekommt jeder dann in dem Fall 2. So, dann ist das hier nämlich die 3 und das hier die 4. So, damit hätten wir eine leichte Technik. So, ich schaue in der Zwischenzeit mal hier in den Command. Und da sagen wir dann nämlich, schau als Schalker Aufzug. Und dann nehmen wir dieses Ganze mit dem Block jetzt hier einfach mal raus. Und sagen einfach, Komma Scores ist gleich Aufzug auf Ebene. Obwohl mit Aufzug auf Ebene hatte ich, glaube ich, angegeben, auf welcher Ebene der Aufzug ist. Das ist nun durch dieses System aber irrelevant. So, reden muss gelernt sein. Aufzug auf Ebene ist gleich 1, 2. Ich sag mal 2. So, und wenn das der Fall ist, sagen wir run tp, obwohl sagen wir add s, solange unless entity mit dem add e Tag ist gleich, wahrscheinlich Ebene habe ich es genannt oder so. Tag ist gleich Ebene 2. So lange wird er nach oben teleportiert, bis er bei Ebene 2 angelangt ist, bei dem Armor-Stand, und dann wird der Tag removed. Okay, jetzt geht er nach unten, das ist noch klar. Ich schaue mal kurz hier auf die Tags. Ja, Tag ist Ebene 2. Ne, das war der Text für den Custom Name. Der Tag ist, ich glaube, der Tag ist genau gleich. Ja, ich habe die Tags wie die Namen gemacht hier. Gut, dann schauen wir mal, dass wir das jetzt umschreiben auf Eben, und da fehlt auch noch ein E, Ebene 2, und so lange wird er nach oben teleportiert. Und genau einen anderen Command-Block tun wir noch darüber, der genau das gleiche macht. Und dann sagt er nicht mehr TP, sondern Tag add E. Obwohl nicht Tag, sondern Scoreboard. Scoreboard. Players. Da mal Bondi Ben nehmen, dafür das hier. Add E. Würde ich sagen. Set add E. Also Tag ist gleich Schalker.aufzug auf. Ist zwar ein bisschen schwerer dann, glaube ich, mit der Positionierung, aber ist ja eh dein Problem. Das ist mein Problem, das stimmt. Allerdings glaube ich, dass das System so ganz cool werden könnte. Ich meine, ich kann ja variieren, was ich hier angebe. Wir sagen jetzt, dass Ebene 2 in einer Distance von Punkt, Punkt ein Block einfach mal sein soll. Das heißt, wenn er ein Block noch entfernt ist, ich glaube, das ist zwar viel zu wenig. Na komm, schauen wir mal. Distance ist gleich Punkt, Punkt 1. So, dann soll das Ganze funktionieren. Gut, wir haben jetzt unseren einen hier unten. Ich würde sagen, wir resetten einmal das ganze System noch, indem wir einmal hier den Button platzieren, einmal draufdrücken. So, jetzt haben wir hier einen komplett neuen Aufzug.
Bondi Ben, sollen wir hier noch irgendwie ein Deckenmuster machen, dass wir ihn nicht hier spitz da lassen? Und hier auf dem Bogen einfach was drauf tun. Achso, der ist doch richtig gespawnt. Ich hatte hier nur für das Thumbnail den Boden tiefer gemacht. Ja, ja, ja. Da seht ihr mal, wie ich hier trickse. Nein. Wir schauen jetzt mal. Es funktioniert genau gar nicht mehr. Aber dann würde ich sagen, kannst du dir da schon mal was einfallen. Moment, Leute. Wir sagen jetzt hier, zack, Ebene 2, so. Und es hat genau nichts funktioniert. Weil, weiß ich nicht. Edit 2, achso, ich habe auch Add gemacht. Das muss eigentlich Set sein. Das ist ein großer Fehler und ein großer Unterschied. Set setzt den Score, Add fügt hinzu. So, aber trotzdem funktioniert das noch nicht. Das heißt, wir gehen nochmal hier unten rein und schauen nochmal, wo da das Problem ist. Execute SRE Schalker.Aufzug. Scores ist gleich Aufzug auf Ebene ist gleich 2. Add ADS Unless Entity. Add E. Achso, ich glaube, ich weiß wieso. Komma, Limit ist gleich 1. Das ist immer so eine Sache. Das könnte es gewesen sein, oder? Nein. Eventuell. Dann, nee, das ist es anscheinend nicht. Dann weiß ich gerade nicht, wo das Problem ist. Add S, solange Entity mit dem Tag Ebene 2 nicht in der Distanz von 1 ist, sagen wir, teleportiere dich 0,5 nach oben. Müsste eigentlich bei allen der Fall sein. Ist es aber nicht. Oder habe ich jetzt hier einen Schreibfehler? Schalker Aufzug? SHULK-Aufzug. Muss ich das immer so ganz dämlich sagen, dann funktioniert das auch. Schalker-Aufzug. Sieht man seine Tricks. Ja. aber warum geht denn das nicht? Das ist jetzt doof. Frage, geht das ohne den Score, den ich da eingetragen habe? Frag mich das nicht. Ja. Geht ohne den Score. Das heißt da, ich habe auch Score, glaube ich, eingetragen und nicht Scores. Das ist so ein netter Fehler, den man mal macht, weil eigentlich sagt man ja, man möchte einen Score abfragen, aber man muss Scores reinschreiben mit einem S dran. Das habe ich sogar gemacht. Jetzt bin ich überfragt. Und ich glaube, der Aufzug geht jetzt durch die Decke. Nee, der stoppt hier. Gut, zum Glück für ihn. Dann bin ich jetzt tatsächlich mal überfragt, Leute. Ist wahrscheinlich wieder ein ganz simpler Schreibfehler oder so. Moment mal, warum bleibt der jetzt hier? Beziehungsweise warum hat der sich jetzt nicht mitbewegt, eben der hier in der Ecke steht? Er wollte nicht. Ja, es kann auch sein, dass ich... Ja gut, dem habe ich den Tag Main noch zugegeben. Serverlegs könnten es auch sein. Denke ich aber nicht. Ich möchte auch nicht auf die Serverlegs schieben. Vor allem, es klappt ja auch mit Aufzug auf Ebene 2 setzen wir hier. Aber sie bewegen sich noch nicht nach oben. Mal sehen, ob wir das noch hinbekommen. Bleibt also dran. Also, der Score ist jetzt auf dem richtigen eingestellt. Niemand braucht Geld, bleibt alle dran. Darum geht's mir nicht. Ich möchte natürlich, dass es nicht langweilig wird. Und, ne, deshalb, man muss mit den Leuten reden. Psychologie ist das. Scores ist gleich Aufzug auf Ebene ist gleich 2. Ich dachte schon, Scores ist gleich Psychologie. Scores ist gleich Psychologie. Add ADS unless Entity. Add E Tag ist gleich Ebene 2. Distance ist niedriger 1. Run TP ADS. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Es tut mir auch wieder leid, weil ich darf mir gleich... Wie lange haben Sie heute Abend Zeit, Herr Simon? Muss ich mal sehen. Ich werde gleich wahrscheinlich erstmal schlafen. Ich bin sehr müde. Also nachdem ich das geschnitten habe. Nein, auch so... Heute Abend werde ich wahrscheinlich hier unterwegs sein. So Clubs, so Mädchen klären, so wie immer, ne? Nein. Läuft. Ja, Leute, da ich tatsächlich keinen Plan habe, wieso das nicht weitergeht,
werde ich einen, würde ich sagen, random Folgentitel geben und sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.